Sie sprechen mit Herrn Grüß Gott. Ja, guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Soll ich die Frau Elsbeth Lingenhagen? Und zwar hätte ich gern das Zimmer 119. Ach so, Augenblick, Augenblick. Sie brauchen hier die Durchwahl 300. Sie sind hier an der Kasse in der nicht im Hotel. Ja, aber die haben ich doch gewählt. Nein. Doch, da hat es ein paar Mal tutet und dann hat es wieder tutet. Möglich, aber hier sind Sie auf dem Apparat 103. Nein, aber ich habe die 300 gewählt. Das kenne ich doch, die Nummer, die habe ich da auf dem Zettel stande. Gut, dann gehe ich jetzt nicht mehr ran, denn Sie sind sprechen jetzt hier mit der Reinigung. Ich bin nur ein Reinigungsfuzzi. Ein was für ein Fuzzi? Ein Reinigungsfuzzi. Ich kann Ihnen kein Zimmer reservieren. Ja, ich putze hier die Duschen und die Toiletten von den Gästen. Aber wieso putzen Sie da die Toilette? Ja, weil die Leute hier alles verscheißen. Da muss man das ja putzen. Ich bin im Bad, habe ich Ihnen doch gesagt. Ich bin in der Therme, nicht im Hotel. Ah, das ist eine Sauerei. Da verschießen die Toilette, du. Ja. Aber wie gesagt, müssen Sie wahrscheinlich andere Nummer wählen. Ja, aber ich habe doch die Nummer gewählt auf dem Zettel. Ja, 300 haben die, gell? Doch, 300. Ja, ja. Versuche jetzt mal nochmal mit 07. 043. Und dann die 300. Ja, die habe ich aber gewählt. Und die 301, 302 oder 303? Ja, dann komme ich wieder bei Ihnen raus, beim Kloputzer. Beim Kloputzer kommen Sie sicher nicht mehr raus, weil ich nicht mehr rangehe. Ja, also, ich muss jetzt weiter putzen. Schon schaffe es bis morgen früh um 5 nicht. Also, bis später. Ciao.